Mein Name ist Gertrud Graf, ich bin 61 Jahre alt, bin Gründungsmitglied und erste Vorsitzende der Initiative Äckerwald. Vor 70 Jahren wurden hier in der Region 7 Konzentrationslager von den Nationalsozialisten gegründet, mit der Absicht, aus Schieferöl zu gewinnen, damit die Ölkrise in den Griff zu bekommen. Und es wurden dafür eben Tausende von Menschen geopfert. Es war sinnlos, es ist mehr Blut als Öl geflossen. Wir befinden uns jetzt auf einem Gelände, das früher nicht bewaldet war. Auf diesem Gelände mussten die Häftlinge Industrieanlagen vorbereiten und weiter oben mussten sie den Schiefer brechen. Nach dem Kriege haben die umliegenden Gemeinden sofort mit der Aufforstung begonnen. Die Menschen damals wollten einfach vergessen, was hier passiert war. Weil es hat die ganze Region betroffen, dieses Projekt. Niemand konnte sagen, er hätte nicht die Züge von Häftlingen gesehen, die durch die Dörfer getrieben wurden. Jeden Abend wurden Tote mit zurückgetragen. Das wollte man einfach alles überdecken. Die Initiative Gedenkstätte Äckerwald hat begonnen, hier draußen diesen Gedenkpfad zu errichten, die Ruinen freizulegen, die Geschichte der Häftlinge zu erforschen und macht vor allem Versöhnungsarbeit. Wir begannen 1987 mit den Begegnungswochen, dass wir ehemalige Häftlinge, Überlebende, eingeladen haben, eine Woche hier zu sein, die Schulen zu besuchen. Und anfangs war da viel Vorsicht, fast Feindschaft und inzwischen sind es ganz tiefe, enge Freundschaften. Von Anfang an haben wir uns an Schulen und Jugendgruppen gewandt, haben sie in Kontakt gebracht mit ehemaligen Häftlingen, sobald die zu uns kamen zur Begegnungswoche, jedes Jahr schon ab 1987. Es war uns ganz wichtig, dass die jungen Menschen erkennen, so etwas darf nie wieder geschehen und man kann es nur verhindern, wenn man bewusst lebt. Und die Jugendlichen helfen uns auch, den Gedenkpfad im Schuss zu halten, das Unkraut zurückzuschneiden, die Wege zu schottern. Sie machen aktive Arbeit, also setzen Geschichte aktiv um, um auch dann das Bewusstsein dafür zu gewinnen. Von frühester Kindheit an habe ich gespürt, dass die Geschichte der Familie und des Ortes, wo ich lebe und der Region, wo ich lebe, einfach maßgeblich sind für mich als Person, meiner Persönlichkeit, und das hat mich immer brennend interessiert. Und deshalb denke ich, das ist wichtig. Ohne diese Geschichte kann man nicht leben, ohne die Geschichte der Heimat.